der Clementinen. Jetzt müssen wir kurz, aber nur ganz kurz die Geschichte anreißen. Ne? Da kann man sich einiges reinlesen. Haben wir gerade bei Google kurz reingelesen, also bei Wikipedia, was diese Stadt so ausmacht oder wieso hier so viele Kirchen und alles Mögliche ist und so eine große Festung. Man sieht teilweise wirklich die Festungsmauern richtig groß um die Stadt weiter. Und zwar früher war es eine, naja, arabische Stadt, muslimische Stadt, bis irgendwann mal die ersten Katholiken hier kamen und irgendwann mal haben die dann christlichen Könige versucht, immer wieder diese Stadt zu erobern. 200 Jahre lang hat jeder mögliche Horst es versucht, der Ferdinand hat es geschafft und hat den Namen Ferdinand de El de Antequera erhalten, weil er diese Stadt erobert hat endlich. Daraufhin wurden aber viele Muslime ermordet oder vertrieben. Dann haben sich hier nur Christen, Katholiken quasi eingesiedelt. Und der Witz war, von hier aus gingen die ganzen weiteren Kämpfe in der ganzen Region. 200 Jahre lang startete man immer von hier aus alle möglichen Kämpfe, bis man komplett Andalusien erobert hat und von Muslimen befreit hat. Erst im 16. Jahrhundert wurde die Stadt ein bisschen ruhiger und ab da hieß die Stadt auf einmal Herz von Andalusien, denn über diese Stadt verliefen alle Karawanenwege, sage ich mal, zwischen Malaga, Sevilla, Granada, Cordoba. Also ist diese Stadt einfach zentral die perfekte Lage und die Stadt ist echt schön, also wirklich schön, lohnt sich anzugucken. 41.000 Menschen leben hier aktuell, ist super süß, alles picobello sauber, bis auf ein paar Ecken, aber großartig, echt schön. Naja, und das ist der Ferdinand auf seinem hohen Ross, der endlich alle Muslime hier, ja, vertrieben hat. Sagen, wofür diese ganzen Schaupuppenfenster überall stehen. Also es ist ja noch nicht mal Gemälde, sondern wirklich. Aber wieso muss man sie dann als Puppen hinter ein Glas hinstellen, wie so ein Puppenhaus? Ja, damit sie nicht einstauben. Ja, aber ein gemaltes Bild. Hey, guck mal, das sind ja alles nur. Hier der nächste. Es ist, als ob hier jemand so auf Puppentheater steht. Das wirkt so. Jeder Schrein ist einfach ein Puppenhäuschen. Und jeden Abend macht man das Fensterchen ja, auf und dann. Andere Kirchen haben einfach Gemälde. Und hier ist es in 3D. Jesus kriecht da. Ja, deswegen. Sind leidende Gesichtsausdrücke. Ja, leidende Gesichtsausdrücke auf jeden Fall, jedes einzelne Bild. Aber ich finde es krass. Es ist wirklich so ein. Also, warte mal nochmal. Ach so. Durch die Gegend tragen. Also bei so Prozessionen. Stimmt, werden die rausgeholt. Die kann man dann rausnehmen und, genau, und dann durch die Straßen. Bei christlichen Festen oder Tagen als Prozession durch die Stadt getragen. Da hast du deine Erklärung für die Puppenhäuschen. Ja, danke. Jetzt weiß ich, wieso die Puppenhäuschen hier überall existieren. Also die Bürgersteige werden immer enger und enger. Na Lisa, wie kommst du klein mit den Bürgersteigen? Schon. Sieht doch gut aus. Ja, ja. So, nach den ganzen Kirchen und Burgen und den steilen Straßen haben wir uns gedacht, noch mal kurz einen Kaffee zu trinken, bevor wir weiterfahren. Das ist ein schöner Kaffee. Hier sind wir schon vor 2 Tagen vorbeigefahren. Hier war richtig voll. Hier ist es gerade noch angenehm leer, also haben wir einen Platz ergattert.
schon mal 12:30 ein Bier trinken und ein Cappuccino mit ganz viel Sahne oben drauf und Zimt. Und unten drin ist Schokolade. Also Cappuccino ist hier echt was Verrücktes. Es ist super süß. Echt? Es ist Schokolade drin? Mein Getränk. Ja, ich weiß. Es ist richtig geil. Ja. Und ich habe mir ein Sandwich bestellt, denn deren Küche war geschlossen, aber Sandwich können die machen halt mit einem extra Brot, was nur aus dieser Region kommt irgendwie. Das heißt, ich habe mir ein vegetarisches Sandwich bestellt. Und das hatten wir schon mal irgendwo, haben wir auch vegetarisch bestellt. Da beißt du rein und denkst dir so, hä, schmeckt aber nach Thunfisch. Ja, tatsächlich, da ist Thunfisch drin. Also die spanische Vorstellung von vegetarisch ist einfach, ist doch kein Fleisch drin. Fertig. Thunfisch ist kein Fleisch. Ist okay. Also schmeckt trotzdem. Also nehme ich und esse auch trotzdem, aber finde ich einfach interessant. Ich habe eigentlich erwartet, so, was habe ich denn erwartet, was vegetarisch kommen würde? Gar nicht halt. Ne? Ich habe auch gedacht, ich hätte gesagt, mit Käse irgendwie. Käse stimmt, hier ist kein Käse, nichts halt, ne, aber. Aber Erich, jetzt isst halt einfach mal, weil ich habe ja auch noch Hunger. Achso, du willst auch noch essen davon? Was soll das Vegetarische wird bestellt, damit du es mit mir teilen kannst, oder habe ich das falsch verstanden? Abbalken darf. Und da ist Mayo.